Auf, Leute! Auf uns warten noch 21 Stöcke! Herzlich willkommen zurück! So. Gucken. Aua! Der ist so fettig, ey. Kommst da rein und zur Begrüßung knallt eine Kugel im Korb. Ja, Leute gibt's. Fish and Chips machen 30, der bringt 22. Der bringt 22. Und der würde 6, wären wir bei 28. Ja, okay, macht Fish and Chips schon mehr Sinn eigentlich, ne? Gucken wir mal, erstmal ziehen wir hier nochmal was. Bisschen Wasser. Und eine Cola. Können wir uns auch noch Brot machen. 20. Oh Mann, Zeitverschwendung. Komm noch einmal. Hat geklappt. Hier, ich will das Schild hier mit dem Schwert haben. Bisschen Knobi. So, jetzt müssten wir noch einmal kurz gucken, wie sieht das nahrungstechnisch aus. Fischen, Chips und wir können uns ein Brot machen. Ja, da müssten wir wieder zwei nach oben. Ah, ich würde sagen, wir riskieren es einfach. Oh, Glück gehabt. Dann gehen wir hier nicht erstmal nach oben direkt. So. Dann hauen wir hier jetzt erstmal hier Fish and Chips rein. Zack. Stellen uns ein Brot her. Das war's auch schon wieder. Na, hauen wir uns hier erstmal die Fish and Chips rein. Das Brot bewahren wir besser noch auf. Wir haben auch irgendwie so verbandskastentechnisch rein gar nichts mehr, ne? Naja, gucken wir mal. 19. Oh, und tschüss. So einen Riesen brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Leer. Ach, das ist ja wieder hier. Kloppt, ey. Was ist denn das hier für ein Freak? Oh Mann. Komm schon. Ey. Oh, Gott sei Dank. I have the same dream every time I fall asleep, since I found myself in this damned hotel. I live in a penthouse on the very top floor. It feels so real. Everything around me is chaos. I survive, I kill, and I dash down to freedom. It's like another life, in which I still have purpose, in which I don't hear Nikki whispering, calling for me to come back to the top. I'm coming for you, darling. Just wait, it won't take long. Tja, was soll ich dazu sagen? Irgendwie bestätigt sich meine Vermutung immer mehr. Jetzt haben wir da noch Zeitung Seite 3. Es ist ein schwarzer Tag für die Menschheit. Gestern am 16. Mai 2016 haben Terroristen nukleare Sprengköpfe gezündet und dabei mehr als 300.000 salakische und amerikanische Zivilisten getötet. Dies ist der Beginn einer neuen Ära, einer Ära des Schreckens, des Leid und des Todes. Die Ära des nuklearen Terrors. Eine islamistische Extremistengruppe namens Licht bekennt sich zu den Angriffen. Nach anonymen Quellen bezieht diese Organisation ihre Mittel direkt von der tiranischen Regierung. Dieser Verdacht erhärtet sich durch... Punkt, Punkt, Punkt. Tja. Ich würde sagen, wir machen weiter. Unabhängig davon, was die da draußen machen.
Ziegelstein, ein Fischchen und ein paar Antibiotika. Jetzt können wir natürlich nochmal Fish and Chips herstellen, ne? Ich meine, noch haben wir 25 Nahrung, aber wir gucken jetzt mal weiter. Was war das? Aua! Schnell raus da. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Na gut, dann benutzt man den, wa? Wie, um ein Zimmer, wo nichts drin ist, reinzukommen. Ah! Das ärgert einen. Die 16. Oh nein, Lady, und tschüss. Aua. Aua. Oh Mann, ey. Außer Schmerzmittel haben wir fast nichts mehr irgendwie. Och nö. Boah, Glück gehabt. Wir gehen nach oben. Zack. So, dann können wir uns hier, machen wir uns jetzt nämlich eben nahrungstechnisch die Fish and Chips. Die stellen wir uns her. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Ah, komm, die pfeifen wir uns rein. Legen wir uns 2 Stunden schlafen. Ich habe mal wieder den Dreck und die Krümel aus meinem Rucksack geschüttelt. Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass immer noch genug Reste für ein anständiges Essen in dem Ding waren. Nichts besonders lecker, aber sehr sättigend. Ja, gut. 43 und ist irgendwie immer noch ein bisschen wenig, ne? Ach, wir riskieren's. Tja, weiter geht's. Zahnräder benutzen. Jo, das ist immerhin gut gewesen. Hier hat's nur jemand zerfetzt. Ah, ein bisschen Salat. Und eine Münze. Aua. Kämpfe ich jetzt gegen den oder... Ja. Oh Mann! Und auch noch einen kritischen Treffer oder wie raus. Oh. Gott sei Dank, den haben wir erledigt. Ah, Mann, ey. Hauen wir uns die Schmerzmittel jetzt eben rein. 2x Antibiotika erstmal. Leer. Teilteile. Wie weit könnten wir mit dem Fahrstuhl nach unten fahren? Na, nur bis in den 13. Das ist auch nicht die Welt. Nach oben macht es Sinn, sich nochmal schlafen zu legen. Oh, können wir uns noch irgendwas backen? Nee, ne? Ah, ist alles nicht so einfach. 89. Stock war dieser Medizinkasten, glaube ich, ne? Dafür allerdings 4 Nahrung opfern. Gehen wir erstmal weiter. Auch leer. Fisch. Und Pilze. Dann fahren wir jetzt doch erstmal nach oben. So, dann machen wir uns hier oben nämlich eben auf jeden Fall den Fisch. Den pfeifen wir uns auch direkt rein. Pilze essen wir auch. D
Dann legen wir uns kurz schlafen. Gar nicht so lange, aber eben so 2 Stunden. Während ich schlief, ist nichts geschehen. Wenn man Umstände bedenkt, ist das eine gute Nachricht. Das ist schön. So. Dann jetzt zu 89, meine ich, war das. Ja. Die Münze einwerfen. Na, wenigstens ein Verband. Dann geht's jetzt wieder nach unten. So, auf in die 12. Och nein! Warum mussten da... Boah. Warum mussten ausgerechnet da so ein alles Mädel hier sein? Komm schon. Ja, sehr gut. Aua, Mann. Ah! Boah, nochmal ein kritischer Treffer. Das darf doch nicht wahr sein. Verdammt, ich komme nicht weiter, solange der Freak da steht. Wir müssen gegen sie kämpfen. Komm, wir probieren es nochmal aus hier. Mehr als knapp, ey. Oh Mann. Zieh mir 2-mal Antibiotikum rein. Wir hoffen, dass hier jetzt nichts ist. Nüsse. Ziegelsteine, super. Wir fahren nach oben. Wir legen uns doch nochmal kurz pennen. Wir haben zwar nicht mehr super viel zu essen, aber können sich hier auch nichts machen. Ich hörte Schreie, als ich gerade schlafen wollte. Es waren die Schreie einer Frau. Mir drehte sich der Magen um. Sie wurde in Stücke gerissen. Das Echo trug sich durch die leeren Flure. Sie musste nicht lange leiden. Trotzdem, ich konnte für Stunden nicht schlafen. Ja, super. Oh Mann, ey. So, letzte Schnapszahl. Manchmal glaube ich, dieser Wolkenkratzer ist endlos, ja. Oh, ein Kaffee. Hammer. Und jetzt hier machen wir einen Kaffee mit Milch raus. Und dann geht es uns auch schon ein bisschen besser. Oh nein. Raus hier. So, die 10. Zahnräder. Okay. Och nein, nicht schon wieder so ein Freak hier. Weg. Handy. New Message vom Zeuge. Und so sprach er, wir werden uns im dritten Himmelreich treffen und du wirst in ursprünglicher Reinheit wiedergeboren werden. Ja, scheint noch ein Wahnsinniger zu sein. The last verse. A hurry scurry dream. I don't understand anymore what is real and what's not. Which me is real? The one who goes downstairs or the one who walks upstairs? The fever's really knocking me out. Nikki. She's calling me again. Wait, honey. I'm coming. Ja, wir sind unterwegs. Das kann ich bestätigen. So, was haben wir hier jetzt noch so? Fisch, bisschen Antibiotika und ein Verbandszeug. Das ist nicht mehr so viel. Ihr Lieben, ich würde sagen Endspurt. Die Top 10 wartet auf uns. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.